Hallo und herzlich willkommen bei E-Learning Kraftfahrzeugtechnik. Ich bin Käthe und ich erkläre euch heute den Nockenwellenpositionssensor. Der Nockenwellenpositionssensor kann als Induktivgeber oder Heilgeber ausgeführt sein. Seine Aufgabe ist es, in Verbindung mit dem Drehzahl- und Bezugsmarkengeber eine Zylindererkennung durchzuführen. Zusätzlich wird unterschieden, ob es sich um einen Nockenwellenpositionssensor mit Zylindereinserkennung handelt oder um einen Nockenwellenpositionssensor mit Zylindererkennung. Beim Letzteren kann halt jeder einzelne Zylinder erkannt werden. Beim Ottomotor-Management-System wird das Signal des Nockenwellenpositionssensors für die Ansteuerung der Einspritzventile benötigt. Bei vollelektronischen Zündsystemen mit Einzelfunken-Zündspulen zusätzlich zur Ansteuerung der Zündspuren. Beim Motormanagementsystem mit variabler Nockenwellenverstellung kann in Abhängigkeit der Sensorsignale die Position der Einlassnockenwelle und die Position der Auslassnockenwelle in Verbindung mit dem Signal des Drehzahl- und Bezugsmarkengebers an der Kurbelwelle die genaue Nockenwellenverstellung vom Motorsteuergerät errechnet werden. Beim Ausfall des Signals kann das Signal des Drehzahl- und Bezugsmarkengebers als Ersatzsignal genutzt werden. Jedoch ist keine genaue Zylinderzuordnung mehr möglich. Im Dieselmotor-Management-System wird das Signal des Nockenwellenpositionssensors zur Ansteuerung des richtigen Pumpe-Düse-Elements bzw. Common-Rail-Injektors benötigt. Auch beim Dieselmotor-Management kann das Signal des Drehzahl- und Bezugsmarkengebers als Ersatzsignal genutzt werden. Die Zylinderzuordnung erfolgt dadurch, dass während des Startvorgangs bei jeder Bezugsmarke das Pumpe-Düse-Element bzw. der Common-Rail-Injektor des ersten Zylinders angesteuert wird. Durch die Beschleunigung der Kurbelwelle bei der Verbrennungsauslösung kann somit der erste Zylinder zugeordnet werden. Jedoch lassen sich beim Ausfall des Nockenwellenpositionssensors im Common Rail Motor Management bei den meisten Herstellern die Motoren nicht mehr starten. Durch den Ausfall des Nockenwellenpositionssensors verlängert sich generell bei allen Motormanagementsystemen die Motorstartphase. Der Nockenwellenpositionssensor ist meist im Bereich des Ventildeckels, also diesen hier, verbaut. Und in diesem Fall haben wir jetzt den Nockenwellenpositionssensor hier am Zylinderkopf. In diesem Fall handelt es sich um einen Induktivgeber. Der induktive Nockenwellenpositionssensor kann mit einer Widerstandsmessung überprüft werden. Eine weitere Prüfmöglichkeit ist die Signalaufnahme mit dem Oszilloskop. Ja, und für die Widerstandsmessung müssen wir jetzt erstmal den Sensor von dem Motorkabelbaum trennen. Und das machen wir folgendermaßen, indem wir den Stecker vom Sensor trennen. So. Und dann messen wir mit den Messspitzen den Widerstand des Sensors. Der Sollwert für den Widerstand ist 300 bis 600 Ohm. Zur Signalaufnahme mit dem Oszilloskop müssen wir mit unseren Messleitungen den Sensor kontaktieren. Das Oszilloskop ist auf Wechselspannung gekoppelt und wir haben eine Zeitachse von 200 Millisekunden eingestellt. Dadurch werden vom Oszilloskop 360 Grad Nockenwellenwinkel dargestellt. Bei diesem Fahrzeug ist der Nockenwellenpositionssensor am Ventildeckel verbaut. Hierbei handelt es sich um einen Heilgeber. Zur Überprüfung des Sensors wird bei eingeschalteter Zündung die Versorgungsspannung und die Referenzspannung gemessen. Zur Überprüfung der Spannungsversorgung kontaktieren wir Pin 1 und Pin 3 des Bauteilesteckers. Wir messen jetzt hier die Versorgungsspannung von 5 Volt. In Pin 2 können wir dann die Referenzspannung der Signalleitung messen.
Sollte die Referenzspannung, so wie in diesem Fall, bei 0 Volt liegen, müssen wir einmal den Motor starten, um dann den Signalverlauf der Referenzspannung zu sehen. So, und hier sehen wir nun den Signalverlauf des Nockenwellenpositionssensors. Dazu stellen wir jetzt die Zeitachse auf 200 Millisekunden. Und können uns jetzt den Signalverlauf auf 360 Grad Nockenwellenwinkel anschauen. Sollte kein Signalspannungsverlauf vorhanden sein, da wir den Signalverlauf zuvor gespeichert haben, müssen wir über die F3-Taste den Messbetrieb wieder aktivieren und ziehen im nächsten Schritt den Stecker von dem Nockenwellenpositionssensor ab. Jetzt messen wir die aus dem Steuergerät anliegende Referenzspannung von 5 Volt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und gerne dürft ihr natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Vergesst nicht Glocke an und könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram oder Facebook folgen.